And welcome back, folks! Welcome back to Let's Play Broken Sword, The Shadow of the Templars. Last time we went to the Musée Grün and visited and talked to this guy here, do we know? Er ist ein dünner, käsiger Kerl mit einer zweifelhaften Vorliebe für exotische Kleidung. Meine Mutter hat sich früher auch mal so gekleidet. Indeed, he does. He is, and she probably did. Well, we will meet him later in Nicole's apartment. Right now we want to go to the hospital, because we know that the guy that Jean Fitzgerald was supposed to deliver his packet to, namely Jean Marquis, is in fact hospitalized in, well, a hospital, obviously. So, we of course want to try and talk. We want to try and talk to him. Das alte Gebäude strahlt noch immer etwas von seinem alten Charme aus. Die modernen Anbauten wirken wie eine Baseballmütze auf einer mittelalterlichen Heiligenfigur. A bit of a wild architectural mixture. I'm really curious whether this hospital actually exists. I mean, whether this was inspired by a place in Paris. Well, in any case, let us. Well, von der Besatzung des Krankenwagens ist keine Spur zu sehen. Let us observe things and try to manipulate things. Ich fühle mich irgendwie schuldig, als ich versuche, die Tür zu öffnen. So, als wollte ich ein Grab ausrauben. Ich greife mit zitternder Hand nach der Klinke und ziehe. Die Tür ist verschlossen. I can understand his sentiment. We have no business with this ambulance. Let us enter the hospital. There's a very obvious guy. Let us talk to the very obvious man. Hi, ich heiße George Stobart. There's some sound in the background. Freut mich, Sie kennenzulernen, Sir. Sie können mich George nennen, wenn Sie wollen. Sind Sie sicher? Ja, so heiße ich. Ich heiße eigentlich Benoit, aber alle nennen mich Bunny. Bunny? Stimmt genau. Ich hatte dieses niedliche Häschen, als ich noch klein war. Verschonen Sie mich damit, Benoit. And I think they misspelled Benoit, because I'm pretty sure that it's spelled with a T at the end. Well, in any case, let me show you all the random items I have in my inventory in the hope that you will respond in an interesting manner. Sagt Ihnen diese Pappnase irgendwas? Nein, kein Ton. I'm not surprised. Do you know this man, by the way? Kennen Sie den Mann auf dieser Fotografie? Nein, Sir, habe ich noch nie gesehen. What about this enormous gem that is probably worth a fortune? Fällt Ihnen zu diesem Edelstein etwas ein? Mir doch nicht, Sir. He's not very surprised at all. Do you know a man called Grüber? Haben Sie jemals von einem Kerl namens Morlin gehört? Nein, Sir. Oh, Morlin, actually? Okay. Have you ever seen a manhole lifting cover tool? Was fällt Ihnen zu diesem Instrument ein? Warten Sie. Bricht man damit nicht vorsichtig die Rippen der Patienten durch, wenn man ihre Bauchhöhle untersuchen will? Oh. Das möge der Himmel verhindern. Let's hope you don't. Haben Sie schon mal vom Club Alamut gehört? Nein, Sir. Let me show you this plaster. Wissen Sie, was das hier für ein weißes Pulver ist? Nein, Sir. Let me shake your hand. Schütteln Sie mir die Hand, Benoit. Das halte ich für eine ganz schlechte Idee, Sir. Wieso das? Dermatitis. Ich habe doch keine Dermatitis. Aber ich. Okay. Was sagt Ihnen dieses Tuch? Sind das die Überreste einer Nasenentleerung, Sir? Nein, das ist Schminke. Okay, let us quit fooling around. Where is Marquis? Wissen Sie etwas über einen Patienten namens Marquis? Nein, Sir, ich kenne noch so gut wie gar keinen der Patienten. Ich habe noch nie einen Arzt getroffen, der zugegeben hat, dass er auch nur ein Mensch ist.
Ich bin noch in der Ausbildung, Sir. Ich werde mich schon noch anpassen. Well, goodbye, not Lenoir, Benoit. Bis später dann. In Ordnung. Okay, Benoit is not much of a help right now. Can we talk to the desk person? Die Frau schafft es, total überarbeitet und gestresst auszusehen, obwohl sie überhaupt nichts zu tun scheint. Sounds familiar. Verzeihung. Oui, monsieur? Ist das die Hagenmeier-Klinik? Stimmt, haargenau. Ich dachte, ich wäre in einem Gartencenter. Oh, die Pflanzen. Die waren meine Idee. Ein bisschen grün, um einen Hauch Natur hereinzubringen. Womit kann ich Ihnen helfen? Well, I have some sensible questions, but first of all, let me show you my random inventory items. Woran erinnert Sie diese falsche Nase? Das ist eine Clownsnase. Stimmt, genau. Warum lassen Sie mich nicht in Ruhe und nerven jemand anderen? Oh. Haben Sie diesen Mann hier in der Klinik gesehen? Nein, Monsieur, und ich vergesse nie ein Gesicht. Okay, you know what they say about girls and diamonds, so. Was meinen Sie zu diesem Edelstein? Ich würde Ihnen raten, nicht so damit herumzufuchteln. Die Krankenhausversicherung wird nicht dafür aufkommen, wenn er gestohlen wird. Makes sense. Schauen Sie sich diesen Ausweis an. Sie sind also Murle. Aha. Marquis hat schon nach Ihnen gefragt. Nach mir? Ja, er hat Ihren Namen gerufen, als Sie ihn eingeliefert haben. Na, dann schauen wir doch mal. Er war auf Station B12, wenn ich mich recht erinnere. Oh, er wurde verlegt nach... Ach du meine Güte, er ist auf Station J2. Das ist... die Station von Schwester Grendel. Who is... Okay, now we missed some dialogue there, but I think that's okay. So, that's how you solve puzzles in adventure games. You just click on all inventory items and then you will eventually solve the puzzle. Well, that's how you solve most of them. Any guess, who is this Sister Grendel? Was ist so schlimm an Schwester Grendel? Sie leitet die Station wie ein südamerikanisches Gefängnis. In einer Station für Disziplin zu sorgen, ist doch kein Verbrechen, oder? Disziplin? Wenn es um Gehorsam und Strafe geht, steckt sie den Marquis de Sade locker in die Tasche. Alles, und damit meine ich wirklich absolut alles, läuft nach einer strikten Routine ab. 6 Uhr wecken, 6 Uhr 10 auf die Toilette und wehe dem, der keine Ergebnisse vorzeigen kann. Ihre Patienten sind wie Pavlovsche Hunde. Sie hört sich wie ein echter Albtraum an. Und das ist noch untertrieben. It will probably be a challenge to get past this Nurse Grendel, I suppose. Wenn Schwester Grendel so bösartig ist, warum wird sie dann von den Verantwortlichen geduldet? Sie gehört quasi zum Inventar. So lange ist sie schon hier? Nein, ich will damit sagen, dass es nicht einen Mann in dieser Klinik gibt, der sie nicht schon als Matratze benutzt hat. Langsam ging ein Licht auf. Diese Dame war eifersüchtig und das nicht zu knapp. Wie finde ich die Station von Schwester Grendel? Den linken Korridor runter, an der Toilette für Verwaltungsbeamte im höheren Dienst rechts. Und nochmals rechts ab beim Kaffeezimmer des Verwaltungsrates. Hinter der Krankenhausleitungssauna links halten. Und am Ende nochmal links, das ist J2 und viel Glück. Did a clown pass by any chance? Ist Marquet von einem Mann in einem Clownkostüm besucht worden? Ganz sicher nicht. Sie haben keinen verkleideten Mann gesehen. Naja, doch. Da ist Theodor, der Bär. Der kommt jeden Donnerstag, um die Kinder zu unterhalten. Ich persönlich glaube ja, dass er sie mit seinem zerzausten alten Bärenkostüm eher halb zu Tode erschreckt. Wenn ich bewegungslos auf dem Rücken liegen müsste, mit Schläuchen aus sämtlichen Öffnungen, dann wäre er bestimmt der Letzte, den ich sehen möchte.
Hatte Marquet Besuch von ein paar Gangstern? Das will ich doch nicht hoffen. Können Sie sie beschreiben? Ein dünner Typ, der wie ein Wiesel aussieht, und sein Freund, der Gorilla. Hört sich an, als wären sie aus dem Zoo ausgebrochen. I think... Yeah, that's... Vielen Dank für Ihre Hilfe, Ma'am. Gern geschehen. That's about everything that we should ask her. Let us ask this man that has been standing here for 5 minutes and didn't itch, didn't twitch. That's what I wanted to say properly. Okay, let us talk to him. Hi, ich heiße George Stobbart. Wirklich? Wenn Sie einen Termin machen wollen, gehen Sie zum Empfang. Okay, you scrawny old man. Let me show you my inventory items. Starting with this very pretty clown's nose that I've been carrying in my inventory almost the whole game. Erkennen Sie diese rote Nase, Sir? Nein, kenne ich nicht. Das hier ist ein Krankenhaus, nicht wahr? Keine Zirkusmanege. Wir kümmern uns um kranke Körper, nicht um kranke Köpfe. Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Nein, den kenne ich nicht. Schauen Sie sich das hier an, Doc. Das ist ein echter Edelstein aus dem Mittelalter. Ja, das sehe ich. Bemerkenswert. He's not easy to impress. Sagt Ihnen der Name Thomas Moulin etwas? Nein, absolut nichts. Okay, because you're such a nice man, let me shake your hand. Würden Sie mir die Ehre erweisen, Ihre Hand schütteln zu dürfen? Würde ich nicht. Ich ermutige keine körperlichen Kontakte unter meinen Angestellten. Haben Sie je vom Club Alamut gehört? Nein. Noch nie. Let's leave. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Der Typ scheint sein autoritäres Image zu trainieren. Heute arbeitet er gerade an Kapitel 2, dem vernichtenden Blick. Let's go and visit Mola. Of course. Could you give me the directions? Verzeihung. Again? Madame or mademoiselle? Oui, okay. Oh, das macht nichts. Okay, we can't ask her again. So I suppose that we just try again? Maybe? Aha! Als ich mich umdrehe, sehe ich die Quelle des grausigen Geräuschs, das durch die Korridore hallt. Es ist eine Industriebohnermaschine, hinter der ein merkwürdig aussehender Typ herzockelt. Let us talk to him. Er sieht völlig grundloserweise abgehoben glücklich aus. Hallo. Was ist? Ich sagte hallo. Oh, hi. Kann ich mal eine Sekunde mit Ihnen reden? Ich dachte, das hätten Sie gerade gesagt. Nun schauen Sie doch nicht so bedröppelt. Egal, wie schlimm die Dinge aussehen mögen, ich lass mich vom Leben nie umhauen. Oh yeah, und was ist der Trick dabei? Och, das ist ganz einfach. Sie müssen nur ganz einfach lächeln und dieses kleine Liedchen pfeifen. Wenn Sie anfangen zu pfeifen, stopfe ich Ihnen Ihre Zähne in die Nase. Abgemacht. Oh, that's mean, George. Where can I find Nurse Grendel? Kennen Sie eine Schwester, die Grendel heißt? Aber klar doch. Hat sie heute Dienst? Ja, yeah, Ende von Korridor Station J2. Haben Sie irgendwelche merkwürdigen Figuren in den Fluren herumlungern sehen? Nein, Sir, hab ich nicht.
Aber ich brauche auch vor nichts Angst zu haben. Was war das, Mr. Shiny? Du besorgst es den Kerlen schon? Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Wenn man einen Freund wie ihn hat, braucht man sich vor seinen Unterdrückern nicht zu fürchten. Das muss sehr beruhigend sein. Das ist er. Oh ja. Ist Mr. Shiny zufälligerweise Ihre Bonermaschine? Bitte, nennen Sie ihn nicht so. Er ist eher ein Freund als eine Maschine. Ich habe Mr. Shiny jetzt schon 3 Jahre und er hat mich noch nicht einmal im Stich gelassen. Wie kommt es, dass Sie so ein enges Verhältnis zu einer Bonermaschine haben? Ich habe Sie doch gebeten, ihn nicht so zu nennen. Er hat einen Namen, wissen Sie? Oh yeah, Mr. Shiny. Es ist einfach so, dass... Sie finden das merkwürdig, nicht wahr? Nein, ich... Mir macht das nichts aus. Die Kollegen hier meinen, ich sei verrückt. Habe Sie gehört, wie Sie hinter meinem Rücken Witzchen reißen, wenn ich Mr. Shiny seinen wöchentlichen Ausgang gebe? Was immer zwischen Ihnen und diesem Metallmob besteht, ist sicher etwas Gutes und Edles. Echt? Hey, das passiert mir auch nicht jeden Tag, dass ich jemanden treffe, der genauso plemplem ist wie ich. Okay, Bis später. Yeah, passen Sie auf sich auf. When we'll come back, folks, we'll find out whether Mr. Shiny will or will not let down his beloved friend. Until then, folks, until then.